Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Sacred 2 Let's Play mit dem Diablo 2 vollen Mod. Und ja, wir sind hier. Wir sind das letzte Mal hier beendet und ich bin bis hierhin mit einer Aufnahme, die gecrashed ist, ja, hier hingegangen. Ja, sind ein bisschen in der Stadt gewesen, Orkenpfad, aber es ist eine kleine, winzige Stadt, wo nichts Interessantes war. Sind nur ein bisschen durchgelaufen und haben eine Quest angenommen, genau. Und die Hauptquest weitergemacht. So, ich habe noch kurz. Maus hat ein Problem. Ja, jetzt. Das ist so ein Mauser, das sich umstellen lässt und dann aber hin und her geht mit der Kamera oder so, also mit dem Mausrad. Ein bisschen hin und her wackelt. Aber ich nie gerne. Aber scheinbar kommt man halt immer gerne drauf. Ein Knopf dahinter. So, und ja, ich habe ein bisschen geredet, dass ich ja eben sehr aktiv im Internet bin. Andere Let's Player und Livestreamer unterstütze sehr. Und aber halt auch nie irgendwie selber gut geholfen werden kann oder will. Das sind meistens einfach Leute, die halt jetzt auch nicht so viel machen, sondern immer Videos konsumieren einfach in kurzweiliger Form oder einfach auch mich kennen und deshalb mich ein bisschen unterstützen, aber nichts machen, also nicht zuschauen. Und nicht liken oder sonst nur kurzes Video einstellen oder so. Ist ein bisschen nämlich schade, weil eben ja, Gerechtigkeit ist natürlich da irgendwie überhaupt nicht drin. Muss ja auch nicht sein. Aber Schulterpanzer, Schattenkrieg, oh, Schattenkrieg. Okay, brauchen wir nicht. Kaufen. Ja, ist ziemlich doof. Dass man halt jetzt mal. Ja, nicht gerade so schnell irgendwie oder ja, einfach die Probleme hat. Zum Beispiel, dass wir viele Abstürze haben und so weiter. Dass er kein Geld hat wie ich, oder? Ich bin ja ein mega armer Schlucker durch die Krankheiten. Der Staat tut ja arme, kranke Menschen ja nicht gut unterstützen und alles mögliche. Ich zum Beispiel darf nicht arbeiten, andere können nicht arbeiten. Ja, ich kann auch nicht gut arbeiten natürlich, aber es ist natürlich, jo, ich meine einfach so ein bisschen ganz komisch, oder, dass auch zum Beispiel halt dieser Hype, große YouTuber, die genug Geld haben, auch zu spenden und Kommentare dazulassen und so weiter. Das sieht man ja immer sehr, sehr gut. Das ist ja der Mensch, der möchte nicht unbedingt irgendwie ja, denen helfen, die es brauchen, sondern sie möchten einfach denen alles geben, wo wir es schon haben, oder? Wir wollen einem, der einen Lamborghini hat, schon einen Lamborghini nochmals leisten können, nochmals einen leisten können. Er braucht ja 20 oder 30. Und das ist ja die Sache, oder? Das ist genauso wie, wie zum Beispiel in diesem Mod, oder? Dass der Mod ist deutlich für Leute, die halt wirklich den ganzen Tag Zeit haben und grinden. Was wir in diesem Let's Play nicht haben, auch wegen den Abstürzen, können wir ja nicht so mega lange zocken, weil das Spiel denkt sich so zwischen 20 und jetzt vor ungefähr 35 Minuten oder ja 40 Minuten sogar, muss ich abstürzen. Ich bin halt einfach faul. Ich bin ein blöder Spell. Bin ich fertig entwickelt worden. Und das ist natürlich... Ja, schon ein bisschen deppig gewesen dann mit dem neuen, also vor dem Part, oder? Und jetzt durch den Absturz bin ich doch wieder ein bisschen zuversichtlich, also ein bisschen, ja, wie sagen wir dem, gehärtet, oder? Man ist jetzt nicht gerade so übermotiviert, irgendwie, na. Es ist so schwer zu sagen, es ist einfach schwer. Ah, hier ist die Spinne, oder? Cool. Ich wusste gar nicht, dass die so hoch aussehen. Also eher süße, aber sie sehen eher aus wie Taranteln oder so hübsch bin. Cool. Es gibt viele Menschen, die denken so, okay, so wie sie sehen, ist das Leben oder so, ist die Lösung. Aber meistens ist unter einem einfachen Satz wie zum Beispiel, jo, das ist
nicht so, wie es gedacht ist oder so. Halt ganz anders, oder? Es ist viel komplexer, das Leben. Und die meisten Menschen schaden anderen Leuten, wenn sie nicht viel umdenken oder einfach machen, was sie gerade sehen oder gerade gut fühlen. Dass es halt immer wieder irgendwie Probleme gibt, wie zum Beispiel von Game- oder Mod-Hersteller Wax oder von YouTubern und so, einfach diese Unbalancing im Verdienst und bei den Leuten, bei den Zuschauern und so weiter. Viele Zuschauer wollen halt auch kleinen YouTubern gar nicht helfen, weil es einfach viel zu langweilig für die ist, sie gar nicht denken, dass es so viel bewegen kann. Ja? Und so Mods werden halt auch kaum unterstützt und sind deshalb einfach nicht balanciert oder bugfrei oder so. Aber durch eure Unterstützung kann ein solcher Mod auch sehr gut größer werden. Also, wenn ihr einem, der zum Beispiel 20 Abonnenten hat, helft, dann seid ihr viel effizienter, als wenn ihr jemandem helft, der ein paar Millionen hat. Ich staune immer, wie langsam die großen deutschen Let's Player und Livestreamer wachsen. Weil sie einfach zu viele Abonnenten haben, zu viele Zuschauer und so. Sie wachsen eigentlich gar nicht mehr, weil diese Nummern, diese Zahlen einfach zu groß sind. Es tut niemand mehr Kommentare schreiben, weil überall Spamming ist oder Werbung ist. Und das ist mir nicht wohl. Ich gehe zu kleinen Livestreamern und unterstütze die. Dafür machen sie besseres Gameplay, meistens auch bessere Qualität und die Spiele sind nicht overhyped und so. Mir geht es so viel besser. Aber die meisten farmen so durch diese Videos, dass sie die Kleinen gar nicht unterstützen, obwohl sie eigentlich so denken, ja, ich könnte das Video mal schauen, das macht Spaß. Es ist halt wirklich, naja, doch schon ein bisschen wenig unterstützend, oder? Wenn man vor allem auch, wie ich, so Probleme noch hat und Hilfe braucht und einfach auch technische Hilfe braucht, jemand braucht, der im Hintergrund arbeiten darf oder kann, dass es dem auch besser geht. Weil ich mache das eben auch ein bisschen im Hintergrund, aber ich kann nicht technisch arbeiten. Durch meine vielen Krankheiten, durch mein wenig Geld kann ich nicht technisch arbeiten. Weil diese Programme, die kosten monatlich und das kann ich nicht finanzieren. Ich kann nicht mal Disney Plus zahlen pro Monat, wo ich einfach auch ein bisschen brauche, oder? Weil meine Schwester auch da schauen möchte und sie nicht bezahlen kann, muss ich da auch noch für meine Schwester eigentlich noch zahlen, oder? Und ich kann Disney Plus nicht monatlich bezahlen. Mit dieser Qualität, die wir nutzen. Wir nutzen halt das größte Abo. Weil wir halt einfach Qualität auch wollen. Aber geringe und dann mit Werbung und so möchten wir nicht. Also das bleibt uns dazu, das große Abo zu nehmen. Also die Gegner sind irgendwie nicht balanciert. Also diese brennende Legion, die war viel schwerer im letzten Part. Aber immerhin haben wir jetzt das Pad dann gleich. Ich glaube, es ist noch einmal, oder haben wir jetzt das Patch schon? Ich will aber etwas Schönes. Bitte, bitte, Zufallsgenerator. Gib mir eine schöne Farbe. So wie es aussieht, schwarz, oder ist das blau? Grau gibt's und blau oder so, hellblau. Ja, so. Genau, hellblau, rot. Ist auch schön. Aber, sieht das wie eine. Ja, so eine Oma-Decke oder so. Na, spät, wieso später? Jetzt, ja, jetzt. Also, was haben wir Unterwelt? Haben wir Unterwelt? Ja. Unterwelt oder Macht? Das ist alles. Oh, blau. Blaue Augen, aber schwarze Haut. Schale. Und so weiter. Also die würde ich gerne nehmen. Das 34, rot.
Ist aber irgendwie Station, wenn wir blau und grün. Ist aber sehr toll. Ja, sieht gut aus. Wunderbar. Ja, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und es ist natürlich langsam. Ist das langsam? Lol. Der Malus ist zu stark, oder was ist jetzt los? Also gut, wir müssen wahrscheinlich dann wieder ein neues Pad holen, aber wir haben jetzt zu wenig Geld, es ist ein bisschen zu langsam. Mal kurz angeschaut, geht ja. Und jetzt müssten wir eigentlich können. Ja. Wieso können wir dorthin? Ich war dort noch nicht. Gut. Aber irgendwie ist der Brustpanzer, der Schulterpanzer auch gleiche Farbe und so. Sieht eigentlich viel cool aus. Aber im Kampf und so. Also es ist wie so eine zweite Lebensspanne, bevor wir dann wirklich angegriffen werden. Und das Pet stirbt dann halt, wenn es halt einfach kein Leben hat. Und wir überleben, glaube ich, dann noch einen Schlag oder so. Wir haben einfach dann wieder ein bisschen mehr Leben. Und dann sterben wir. So ist es ungefähr. Ja. Der Mensch ist eben so intelligent, aber das Verhalten ist manchmal schon viel blöder als zum Beispiel Tiere oder Pflanzen. Das sehe ich jetzt in letzter Zeit wieder mit meinen vier Katzen, also von meiner Schwester sind die Katzen, aber natürlich derjenige, der viel mehr für die Katzen macht. Sozial und ja, Zusammenleben. Und es hat wirklich extremst, was Tiere schlau sind. Was sie auch anders machen als Menschen, oder? Sie holen den Spaß, sie nutzen den Spaß und verkriechen sich meistens ja nicht. Borden Pilze oder so, das wollen sie nicht. Wenn dann ein bisschen ein paar Vögelchen oder Mäuschen im Fernseher schauen, aber sie müssen einen Fernseher oder einen Monitor nicht nutzen oder ein Handy. Die auch ein bisschen anders oder. Wie sagt man das so schön? Sie sind besser. Sie müssen nicht irgendwie etwas mega konsumieren, um Spaß zu haben. Das hat auch mit Intelligenz zu tun. Je mehr ihr intelligent oder Vorwissen habt oder so, desto weniger Spaß macht auch irgendwas. Einfach nicht so viel darüber nachdenken, das macht alles Spaß. Ja. Aber die Welt ist halt immer ungerecht. Deshalb schaut auch ein bisschen, dass das Leben gerecht ist für euch, für andere in der Nähe. Ist immer sehr wichtig. Vitalität, Geschick und Versklaven. Ich denke, das ist etwas, was ich wirklich nutzen könnte dann. Falls wir mal nicht MFen wollen. Oder mal nicht weiterkommen, einfach als Backup mal nutzen. Lieber sparen und lagern und dann fortwerfen, wenn es wirklich nicht mehr nützlich ist, das irgendwas nicht zu haben. Jo, diese Edelsteine muss ich auch mal füllen, aber wir bekommen auch zu wenig gedroppt. Oh, ein Set-Item. Ilgards Richtspruch. Das ist ein unbekanntes Set für mich. Und schauen wir mal, für was das zugehörig ist. Reflexionsschuss, ich weiß auch was nehmen. Nahkampf. Was ist das obere Macht? Eine Inquisition. Okay. Hm. Schade, ist nicht für uns. Aber komm, das Bett muss auch noch gerettet werden. Das ist ein bisschen schwierig, jetzt da alles zu lagern. So ohne zu lagern. Hasse die Elfen nicht wirklich, aber wäre die Welt nicht sehr viel reicher ohne ihre Arroganz? Diese Elfen, die ist. Was diese. Nein, nicht aus. Gott, ich hab's so schwer gemacht. Pet, wieso hast du noch offen? Du bist weg. Ich will dich aber. Brauche ich das Zeug? Nee.
so Mini-Zeugs. Da oben ist alles auch nur Schrott und Plunder. So, also im Lager kann man scheinbar die nicht drehen. Hm. Gut, also dann weiter. Ja, was gibt's noch so für ein Thema, das mir gerade so ein bisschen durch den Kopf geht? Eben verschiedene Games zu Let's Playen und auch genügend hochladen können, ist momentan echt schwierig. Ich habe ja mal gesagt, dass ich zu einem Kurort gehe und das ist ja letzte Woche auch abgesagt worden. Es tut meine Nervenkrankheit zu sehr belasten. Jo. Also einfach weiterhin natürlich, denke ich mal, fast täglich ein Video. Und wenn mal kein Video an einem Tag kommt, dann hatte ich einfach keine Zeit. Ich werde sonst immer wieder sagen, auch mal in den Kanal reinschauen, ob irgendwas steht. Dort eine Umfrage da ist. Dass ihr seht, wenn mal kein Video kommt oder ich da bin, kann ich das auch sagen. Jo, und einfach ältere Videos noch schauen und vielleicht habe ich es ja auch gesagt. Und wenn eben diese Abstürze weg sind, kann ich auch wieder leisten. Aber wahrscheinlich muss ich mein Geld wieder für einen neuen PC investieren. Da der alte auch keinen Support mehr bekommt. Ich habe wahrscheinlich gar keine Garantie mehr. Also ich würde kein Geld für eine Auswechslung so bekommen. Irgendwas Hardware oder so. Ja. Sit happens, oder man hat halt einfach manchmal echt Pech. Aber gut, ich lebe mit dem Pech. Andere leben halt mit dem Glück, ist mir egal. Nicht jetzt persönlich zu euch. Aber wenn man halt einfach irgendwie etwas hat, oder Einschränkungen hat und da am Zahn nagt und so weiter, ist das schon sehr viel schwerer. Aber der Mensch ist ja bekannt für seine negativen Sachen, oder? Je intelligenter ein Lebewesen ist, desto mehr negative Sachen hat er auch im Kopf. Aber gut, schlimm sind sie ja nicht, aber einfach ziemlich merkwürdig und unfair zu anderen. Ja, dass natürlich die Preise auch so mega in die Höhe gehen, das ist das Leid vieler armer Menschen. So, wir leveln so schnell in diesem Mod. 34 schon. Ich glaube, im Hauptspiel ist es auch so, wenn man einfach richtig in die späteren Regionen durchrusht. Aber ich meine jetzt einfach in diesem Hauptspiel, da das am Anfang eigentlich ziemlich langsam gegangen und jetzt ziemlich schnell. Also bis wir Level 10 waren, war noch, ja, ähnlich schnell. Aber dann so Level 10 bis Level 25, 30 ungefähr, ist dann länger gegangen als jetzt. Das sind wahrscheinlich auch wieder höhere Gegner. Also auch wenn wir ein bisschen dudeln und nicht gerade dem Weg extremst folgen, ist die Steigerung von den Monsterleveln pro Gebiet eigentlich ziemlich hoch noch. So, wir haben jetzt gleich die Quests dort. Das ist einfach ein Händler für Reittiere. Übrigens gibt es ab und zu dann auch diese Reittierhändler mit den Spezialmanns. Damals war, glaube ich, nirgendwo einer anders. Als dann das Add-on rauskam oder ein anderer Patch, gab es dann einen noch in einem Dschungelgebiet. Und im Multiplayer gab es, glaube ich, noch einen Reittierhändler. Aber wann und wie der rauskommt, weiß ich nicht, oder? Aber scheinbar hat dieser Mod oder der Community Patch, ich glaube dieser Mod,
Hat da im Multiplayer noch mehr Einstellungen hinzugefügt. Und dann noch ein bisschen besser irgendwas einstellen kann, wann irgendwas droppt. Oder also wenn mal irgendwas erscheint, nicht droppt mit dem Strom. So. Also ein Reittierhändler hätte ich gerne über. Aber der hat ja immer nur Pferde, der normale. Jetzt, wo ich da Ahsoka Folge 6 oder ist Folge 5 gewesen, bis ich geschaut habe, gibt es so große Wolfshyänen. Ich hätte so gerne so eine Wolfshyäne. Sie sehen zwar nicht süß aus, wenn sie so ein bisschen schelmisch aussehen und so, aber sie sind einfach so stolz und cool und groß. Ja. Schon wieder ein Rezept. Kein Lichtschwert. Nein, ein Rezept. Ist eine zweihandige Waffe. Den muss ich jetzt nicht mitnehmen. Wow. Ich habe jetzt erst gerade kurz vorher angeschaut. Und meine Güte. Oh, ja. Ich glaube, irgendwas ist weg. So, lieber wieder wegpacken. Gemeingefährlicher Schmiedelwutz. Nochmal das Hackebeil. Ja, das ist auch sehr bekannt, das Hackebeil. Hackenslash. Ja, das Spiel macht so viel Spaß, wenn es einfach manchmal so ein bisschen losgeht mit den Drops oder wenn einfach ein neues Gebiet und neue Gegner sind. Das ist dann immer so mega schnell wieder mehr Spaß. Sinkt aber nirgendwo ins Bodenlose. Ich habe irgendwie nie das Gefühl, ich bin gelangweilt. Vielleicht seht ihr als Zuschauer das auch ein bisschen anders. Schaut vielleicht etwas anders, hört Musik oder so noch nebenbei. Aber ja, es macht ziemlich viel Spaß. Auch vielleicht, weil nicht so viel los ist wie in anderen Games. Zum Beispiel in Path of Exile ist ja immer so mega viel los, dass man schon fast ein bisschen überfordert, überwältigt ist von einem. Von der Schnelligkeit, oder? Da ist ja jetzt momentan keine neue Season, die ist irgendwie Anfangs August gestartet. Aber das wäre auch noch ein Projekt, das ich gerne machen würde. Vielleicht einfach mal starten und dann halt wieder neu anfangen, wenn die neue Season da ist. Beziehungsweise Liga. Man darf ja eigentlich nicht Season sagen bei Path of Exile. Aber ich will ja unbedingt Last Epoch noch weitermachen können und da steht es ja immer wieder ab. Vielleicht kriege ich es ja hin bald. Dass ich nicht mehr abschließe. Aber ich gebe mir Mühe und nehme mir Zeit. Zum das fixen. Ich denke aber, ich könnte mal wirklich live streamen und so Probleme dann mit euch zusammen lösen oder so. Aber ich habe halt einfach zu wenig Zuschauer. Kommentare, das geht auch nicht so gut. Da komme ich auch nicht viel weiter. Hat auch einen neuen Skin bekommen, diesen Mod. Ein bisschen stolz aus, bisschen hochwertiger. Aber dieser Wald macht auch ein bisschen KI-Problem, dass die Minions nicht gerade so gut die Gegner ablenken oder töten. Ein bisschen, ja, ihr seht es, also die meisten greifen wirklich im Nahkampf an direkt. Ja, okay. Der Grunwald ist wirklich etwas, was ich als Diablo, nein, Dungeon Siege 1 kenne. Diablo hat ja nicht so einen Wald gehabt, genau. Und Dungeon Siege 1 habe ich damals, weil ich in Ausbildung war, eigentlich immer gespielt, extremst oft. Das wurde mit der Zeit immer langweilig. Aber der Grunwald in Säcke 2 ist viel, viel besser. Also diese rote Mammutbaum Zeugsgestalt. Jungzeugs. Und ja, trotzdem habe ich jetzt nicht mehr so die beste Erfahrung mit diesem Mod. Sie haben also den genervt, bisschen umständlicher gemacht. Man sieht, es droppt auch nicht so viel wie vor dem Wald. Und ja, damit müsst ihr einfach
Leben, oder? Dass das Balancing verändert wurde in diesem Mod. Ist auch gut so. Ich hätte es aber nicht ganz so genervt. Wie findet ihr Nerfs und Buffs? Es ist manchmal echt mir ein bisschen zu übertrieben und es tut der Motivation eher Schaden meistens. Okay, ich habe gerade ein Skelett vor dem Anführer gehabt hier. Was im Ernst? Also, ihr wollt mir im Ernst wissen, was er mit einem auf sich hat? Haha, das könnte euch so posten, sterbt. Hey, das sind nur Leute, die Ostereier verteilen. Die sind nicht böse. Sie machen nur auf Böse. Das ist genauso wie Palpatine. Der war für mich im Kopf irgendwie nie richtig böse. Ja, schon ein bisschen, aber Palpatine war nie so richtig der Bösewicht, der wirklich gezeigt habe, ja, ich muss jeden töten, ich muss jeden verraten, ich muss alles machen, ich will nur Macht. Also, so Macht geben. Und, also Palpatine ist halt wirklich so ein Bösewicht, den man nicht richtig Bösewicht sagen kann, aber dennoch einer der mächtigsten wurde, oder? Doch irgendwie, er war schlau. Also ich habe die drei vorherigen, also die Episode 1 bis 3 nie geschaut. Also nie richtig geschaut. Schaut schon, ja. Ab viel zu spät auch und so. Und das war ungefähr vor Episode 7, habe ich sie kurz noch geschaut. Aber ein Kollege hat immer gesagt, so Episode 3 sei so mega gut. Also sicher so 7, 8 Jahre hat er das gesagt, die ganze Zeit. Dann habe ich den erst nach dem ersten und zweiten Episode geschaut und dann plötzlich habe ich einfach Episode 3 geschaut und ich habe mich irgendwie total geschämt. Nicht weil Episode 3 so schlecht ist, das ist glaube ich der beste von den ersten drei. Aber weil es einfach irgendwie ganz komisch im Kopf war, dass Mace Windu zum Beispiel sofort gestorben ist und so. Es war einfach kitschig. Kitschihaft. Ja. Guck, 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 guck. Ich hatte nie zwei. Yeah, Loot! Oh, schon wieder so ein Set, schon wieder so ein rares Item. Das wie Set-Teil gefärbt ist. Unterweltfokus, das brauchen wir. Oh ja. Geil, das Upgrade meines Lebens in diesem Mod bisher. Ja, auch nochmal sein. Ich mag diese rare Items, die fake sind, nicht so. Also wenn das jetzt nicht ein super Bild ist. Ich nehme mal diese Item auf. So, aber bitte nicht in den Weg. Dankeschön. Wow. Special. So, aber wir brauchen wieder den anderen. Ja, und jetzt gehen wir langsam ins Wackgebiet. Ich freue mich riesig, es ist wirklich schön dort. Das haben die dort also wirklich gut gemacht. Applaus, liebe Entwickler, dass sie das Wackgebiet so interessant gemacht hat. Es ist ein bisschen öde von der vom Biom her. Aber dafür ist es sehr interessant. Und hat ein bisschen einzigartig. So, bitte tötet diese Sache. Diese Kiste. Als wir vorher drauf geklickt haben, sind wir einfach reingespawnt worden. Also wunderbar. Also Star Wars, ja, es leidet halt unter Disney, das stimmt. Aber Star Wars ist ziemlich interessant, war für mich aber immer so ein bisschen zu wenig designerisch und so durchdacht. Viele Sachen sehen aber nicht interessant aus, sind ein bisschen zu alt noch und Aussehen und so. Es ist so eine Welt, die man einfach irgendwie ja, in einem Museum oder so hat. Oder? Das ist, also Ahsoka ist jetzt momentan nicht mehr so schlimm, aber so Mandalorian war ein bisschen noch schlimm oder Obi-Wan. Dass man halt einfach immer wieder sieht, ja, dieses Universum kommt aus den 80er Jahren oder vor den 80er Jahren sogar. Und 70 ist, glaube ich, der erste Teil erschienen.
Und das sieht man halt schon riesig, aber man muss sich dran gewöhnen und dann ist Star Wars eigentlich immer interessant. Ein Ziel hast du erreicht. Legendär. Wir sind Stufe 35. Also legendär. Wo ist das? Da. Ja. Also Stufe 15 haben wir schon 3. Da, legendär. Okay. Jo, da gibt es noch viel zum Freischalten. In einem Mod natürlich umso schwieriger. So, diese Quest ist ja gut machbar. Ich will nicht lange Quests machen mit euch. Ich will kurze Quests mit euch machen und dann später, wenn man wirklich auch ziemlich schnell und gut killt oder einen schwierigen Schwierigkeitsgrad auch hat gleichzeitig, dann einfach besser die Quests zu machen. Die braucht man am Anfang wirklich nicht zu machen, man levelt zu schnell. Und ja, Items bekommt man ja erst später besser. So killt der. Kurz leveln. Jo, was haben wir denn noch zum Hauen? Alchemie ist eigentlich gar nichts. Also alte Magie ist ja etwas, was wirkt, aber wie gut? Ich denke, ich nehme es. Das obere brauchen wir gar nicht. Und hier unten brauchen wir jetzt auch nicht jedes. Da nehmen wir sicher noch eins. Ich nehme zuerst alte Magie. Level ist aber gar nicht. Und wieder die zwei wichtigsten. Konstitution und Konzentration. Und schon wieder diese blöde Taskbar-Problematik. Wie oder was seid ihr denn? Wir haben keine neuen Mitglieder mehr. Wir brauchen nur noch Opfer. Ist das auch wieder so eine Art Star Wars Quest? Ich weiß nicht, die Entwickler sind ultra Star Wars. Auch damals Dungeon Siege 1, Legend of Arana hat so eine Speziallevel Kantine gehabt. Ein Club, ne, einen unbekannten Club. Den möchte ich gerne euch zeigen, weil der gibt es im Internet eigentlich kaum. Weil die Spieler meistens gar nicht so weit kamen. Das ist wirklich so fast Endgame. Ja, es ist nicht Endgame, weil man es in der Kampagne auch besuchen kann. Aber man macht es natürlich gerne dann. Die Inquisition. Ja, dann einfach dann im Multiplayer, dann im Endgame gerne besuchen, weil es auch gut dort. Okay. Ich glaube, das ist ziemlich eine Quest, die, jo. Da im Wald einfach ist. Wie soll ich das sagen? Wir müssen jetzt einfach wieder zurück, oder? Das ist klar. Da ist der Beutel. Aber ja, der Entwickler weiß ja nicht, von welcher Richtung wir unbedingt kommen. Und deshalb führt das einfach dorthin. So. Aber der Wald ist nicht groß. Er ist ja, so angeordnet, dass man einfach im Ost reingeht und dann im Uhrzeigersinn nördlich dann wieder rausgeht, ein paar Nebengebiete noch hat. Aber ihr seht jetzt, 4 Set-Items in kürzester Zeit. Ist schon gut. Das ist vielleicht für uns, weil Fächerblitz auch zu unserem Baum, nein, zum Fluchbaum gehört, ne? Ja, da haben wir aber etwas Besseres. Macht ist dort unser Baum. Eine Aura der Macht umgibt diesen Gegenstand. Ja, wir werden sicher unser Set oder mehrere Sets von unserem Macht, nein, nicht Macht beim Unterweltbaum finden. Aber Macht ist natürlich auch gut, eben mit Flüchen. Deshalb lieber die Machthandschuhe. Jo. Ich freue mich auch, wirklich da die Easter Eggs Items und so auch drop zu bekommen. Vor allem der Community Patch hat viele tolle Dinge, Items noch eingebaut. Und ja, ich denke, ein paar Wochen, Monate oder so, können wir dann auch Intentioned Edition Let's Playen oder auch Livestream. Ich werde zwischendurch dieses hier Let's Play Livestream, damit wir einfach leveln können und Quests machen können, was nicht so interessant für ein Video ist, aber dafür einfach viel mehr reden und so und mega geiler. Ja, Triaden. Reittier. So habe ich ihn noch nie gesehen in diesem Skin. Cool.
Ich habe ihn, glaube ich, blau mal gehabt und grün. Aber so gelb. Eher als Löwe oder als Leopard? Ja, ja. Die reden immer Standardsachen. So, ja, das geht euch nichts an. Hey, was wollt ihr hier? Ich werde euch besiegen. So, also. Ah, jetzt haben wir sie ganz ehrlich. Alle gehen nochmals kurz zurück. Und dann oberhalb von dieser Schlucht. Ja, im Uhrzeigersinn. Aber es ist fertig. Wir müssen nicht mehr zurück. Ja, scheinbar schon. Gut, und dann können wir den Lehmkoloss. Nein, zuerst die Charakterquest machen, stimmt. Oder wir können porten. Wieso können wir porten? Wir waren dort noch nie. Gut, aber ja, der Part ist schon ein bisschen fast zu lange. Ich würde gerne wirklich auch längere Parts noch machen. Wenn ich mehr Aufrufe habe, dann möchte ich lange, längere Parts machen. Das ist ganz klar. Das habt ihr verdient. Aber zuerst mache ich jetzt die Charakterquest noch weiter. Dafür müsst ihr noch ein bisschen länger meinen Part offen haben. Könnt ihr das? Dürft ihr das? Schafft ihr das? Schwer. Hey, schön dich wiederzusehen. Ja, die Lana hat jetzt eine Rüstung an. Ist nicht erkannt. Okay, ein Drache und ein paar Leutnanten in einer Höhle besiegen. Ja, jetzt müssen wir da oben hoch. Werden wir schon schaffen. Wir können doch Drachen töten, oder? Ich habe ja mal ein bisschen erklärt, wieso ich Drachen so liebe und was für mich stehen und so Sachen. Und ja, es ist ja immer so ein bisschen problematisch, woher kommt der Drache und was ist und so Sachen. Dass es ja zum Beispiel dieser Fail gab von Bethesda, dass das, was sie in Skyrim gemacht haben, Wyvern sind und nicht Drachen. Und das ist ein Riesenunterschied. Das ist fatal, also ein fataler Fail von Bethesda. Aber gut, die wollten, dass es Drachen sind. Kann man ja akzeptieren. Und auch in Sacred 1 und 2 sind ja Drachen meistens einfach böse und mega stark. Jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen das Murmel, dass in dieser Höhle halt ein Boss ist, der einfach ein bisschen zu stark ist für einfach so eine Drachen-Quest, Charakterquest. Aber gut. Diese Gegner sind auch immer so süß. Das sind einfach irgendwelche Kanonen. Die manchmal schießen, aber überhaupt nie treffen. Ja, jo. Jetzt bin ich einfach am Montag noch ein bisschen beschäftigt mit meinem Termin. Am Dienstag glaube ich auch einen kurzen. Und am Donnerstag wieder einen längeren, aber. Das alles für meine Gesundheit und deshalb kann ich einfach jetzt nicht unbedingt so viele Parts hochladen. Ich muss eher auf längere Zeit halt ein paar Parts vorproduzieren. Und jetzt wirklich, ich kann echt nicht gut schlafen. Es ist irgendwie morgen früh um 5 Uhr. Sonst habe ich manchmal vor den 12 Mitternachts aufgenommen und es geht am Morgen besser, aber zum Beispiel meine Stimme ist doch auch nicht ganz so gut. Ist ein bisschen zu trocken in meinem Zimmer. Jetzt tue ich einfach recht lange wach bleiben. Eventuell mache ich ja einen Livestream auf Twitch. Unbedingt auch manchmal auf twitch.tv/DragoBasel schauen, ob ich dort aktiv bin. Wenn ihr mal keine Aufnahme habt, oder? Bin ich wahrscheinlich dort auch eher aktiv noch und gewesen. Ich darf da auch die Videos dann schauen, die Livestream-Aufzeichnungen. Oder sie werden ja auch auf YouTube dann wieder hochgeladen. Und ja, Dankeschön für diese vielen Aufrufe. Wenn ihr eben mehr Kommentare und Likes da lassen könntet, würde ich das gerne auch sehen. Aber ich muss es eben nicht aktiv nennen und so Sachen. Ich mache es eher nicht. Ab und zu muss ich aber wahrscheinlich scheinbar nur einfach kurz sagen, nicht beten. Einfach nur sagen, das gibt es ja noch. Und so. Vielleicht seid ihr auch so vergesslich wie viele andere. Macht es nicht.
Oder im Kommentar schreiben, Fragen stellen, alles mögliche. Das ist immer so toll. Das hilft uns allen, Video machen und Livestreamen so sehr. Es muss mehr gemacht werden, wie ich das auch immer mache. Das ist für mich nie eine Arbeit, es ist immer so ein mega freundlich, eine freundliche Geste und alles mögliche. Das ist wichtig. Als so ein mega Turbo immer die ganze Zeit geizen und eben süchtig sein nach irgendwas. Lieber schön locker das Spiel genießen. Ah, einfach so ein kleiner. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, das ist etwas Größeres. Und deshalb ist hier immer der Sackgasse. Ich dachte immer, diese Höhle, die muss doch irgendwie etwas zunutze sein. Das ist nur eine, Sackgasse. Und die Lava ist irgendwie mit diesen Flecken so richtig realistisch. Wow. Okay, nicht schlecht. War auch eine tolle Quest. Okay. Bisschen humorvoll, böse. Aber schön, dass ich Inquisitor auch mal spielen kann, ohne dass er so unterpowered ist im Hauptspiel. Also unbedingt weiterspielen und mehrmals auch drücken. Aber 17 wollte ich auf den Strich. Wollte ich heiraten. Und musste kochen. Wie viel will die jetzt hier? Wie eben immer, ihr dürft gerne kurz das Video stoppen und selber vorlesen, aber ich möchte euch alles vorlesen oder längere Zeit euch zeigen. Das ist ein bisschen so umständlich. Wird ja immer sehr viel auch geschrieben und erzählt. Hallo, lasst mich durch, Bär. Und Colin. Bär und Colin. Also sind wir fertig, dann könnten wir. Ich will aber hier hin. Ich muss hier hin wieder. Komm, laufen wir raus. Wir sind jetzt hier drin, haben keine Gegner. Laufen wir einfach kurz nochmal raus. Was mir auffällt, der Inquisitor ist im Hauptspiel immer so bunt. Aber in diesem Mod haben sie eigentlich immer die dunklen oder weißen Farben, also hellen Farben genommen und wenig Farbe beim Inquisitor. Dass es wirklich auch ein bisschen aussieht wie ein, sag schon, Necromancer, also Totenbeschwörer, genau. Das ist das dumme Wort. Das schwere Wort im deutschen Gebrauch. Und das ist einfach ziemlich cool. Nur eben das Balancing im Mod und ja, auch so ein bisschen das Anzeigeproblem bei den Skills und Items. Das ist halt nicht so gut. Aber ja, dafür macht es ja auch sehr viel Spaß. Ich hoffe euch auch. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr besser gemacht hättet in diesem Mod und ja, eben was ich euch auch bieten soll und kann. Und eben, vielleicht habt ihr auch Interesse mit mir, ein Spiel zu entwickeln, in dem ihr einfach Sachen erzählt. Ihr müsst gar nichts verwenden, ihr müsst gar nichts lernen, aber so ein bisschen helfen, ein Game zu entwickeln, eine Community zu gründen. Wäre ja, natürlich ziemlich cool, weil es hat schon jetzt in letzter Zeit nicht mehr so hochqualitative Games gibt und vieles einfach nicht erscheint, was ich gerne hätte. Richtig jemanden. Okay. Dann gehen wir morgen, denke ich mal, oder übermorgen, dann hier oben hin im nächsten Part, Nebenkoloss töten und vielleicht diese Quest auch noch machen. Aber der Weg von hier bis da drüben ist immer ein bisschen schwieriger, da gibt es mehr gegen. Ja, vor allem diese kleinen Goblins. Gut, Dankeschön fürs Schauen. Jetzt ist wirklich der zweite Part auch ohne Absturz gewesen und ein kurzer 8-Minuten-Part mit Absturz. Aber ich muss wahrscheinlich immer nach einer Aufnahme den PC neu starten und alles wieder. Ich denke, die RAM ist wirklich kaputt und da brauche ich irgendwie Hilfe, eine neue RAM einzubauen und so. Kaufen kann ich sie mir. Also wenn jemand aus der Nähe von Basel kommt und mir das machen kann, wow, das wäre mega dankbar. Gut, dann Dankeschön und bis zum nächsten Part. Tschüss oder Livestream. Tschüss.